Liebe Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hotelcheckers. Diesmal aus dem Schwabenländler aus Stuttgart und unweit des Hauptbahnhofes, der momentan ja immer noch unter die Erde gelegt wird, befindet sich ein Hotel der Marriott-Gruppe, das nennt sich A-Loft oder A-Loft. So, und kennt ihr das? Es gibt Hotels, da kommt ihr in das Zimmer rein und sagt, ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Andere Zimmer, wo ihr dann richtig begeistert seid und wo ihr sagt, Mensch, das ist ja richtig klasse, hätte ich ja gar nicht erwartet. Und dann gibt es diese Typen von Hotelzimmer, wo man reinkommt und sagt, oh. Da bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Ja, und so ähnlich geht es mir hier auch in diesem A-Loft-Hotel. Mir erschließt sich auch nicht so ganz der Gedanke dahinter, wofür dieses Hotel hier stehen soll. Also loftig ist es hier eigentlich nicht in diesem Zimmer. Und was ist überhaupt Loft? Das kann man natürlich sehr weit definieren, diesen Begriff. Für mich ist das hier, so viel sei schon mal vorweggenommen, so ein bisschen besseres Moxi, nur nicht so hip, aber auch mit Kühlschrank. Ja, so kann man es vielleicht umschreiben. Die Zimmer sind ein bisschen größer, aber wie das Ganze im Detail aussieht, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Viel Spaß jetzt hier aus dem A-Loft Hotel in Stuttgart. Dass diese Art von Hotelkategorie nichts für den Hotelchecker ist, das sieht man ja hier schon an, dieser, äh, an diesem Fluchtplan. Das ist ja viel zu klein. Den müsst ihr euch schon zu Hause im Wohnzimmer anschauen. So, aber was man erkennen kann, da ist wirklich jedes Zimmer genau wie das andere. Nur hier die Äußeren, die sind so ein bisschen größer. Die Rezeptionistin sagte mir, sie hat mir zwar schon ein Upgrade gegeben, aber es steht bei mir trotzdem noch normales Gästezimmer drin. Aber auch die anderen Zimmerkategorien, die heißen, glaube ich, auch alle Gästezimmer, bis auf die Suite. Da ist dann nochmal so ein Zweisitzsofa drin. Also alles. So ein bisschen merkwürdig, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber gut. So, man kommt hier rein und wir haben hier ein offenes Badezimmer, was eigentlich auch nicht so ganz mein Fall ist. Aber gut, ähm, immerhin hier mit einem aufgesetzten Waschbecken, was immer sehr modern wirkt. Mit ähm, auch hier Markenarmaturen äh, von Hans Grohe. Aber nein, wir haben ja immer noch hier diese Plastikblecher. Muss das denn sein? Andere Hotels zeigen doch auch während der Pandemie, dass man da mit Keramik äh, arbeiten kann. Man kann sie ja auch ordentlich waschen dann dürfte da auch nichts passieren. Immerhin hat man jetzt hier die Desinfektionstücher. Ja, die günstigen hingelegt ähm, und nochmal zwei Gesichtstücher daneben. Die Seife ist vorhanden und hier auch die Kosmetiktücher, aber es sieht alles ein bisschen billig aus. Ne? Den Föhn einfach mal davor gehangen. Also es könnte auch ein Budgethotel sein. Äh, auf der Seite dann hier zumindest das hier in Holzfarbtönen gehalten, der Kleiderschrank, der aber auch nicht besonders groß ist. Vielleicht gehört das mit zum Konzept, dass man hier tatsächlich auch nur ein, zwei Tage bleibt. Aber immerhin, Bügelbrett und Bügeleisen sind vorhanden. Und was haben wir denn hier Schönes? Was ist das, ein Abfalleimer oder was soll das sein? Cool bleiben. Achso, das ist so ein Behältnis für, da könnt ihr sehen, für die Eiswürfel. Dann wird hier auf dem Flur auch irgendwo ein Eiscrasher sein. So, und hier haben wir dann einen Safe und jede Menge offene Fächer. Hat schon sehr einen Budgetcharakter, muss ich wirklich sagen. Hier in der Nische ist dann die Toilette. Aber auch hier so ein bisschen lieblos, ne? gefaltet die ähm, Klopapierrolle. Das kann man aber auch ein bisschen besser machen. So, und hier ist dann auch schon alles vorhanden, äh, Body Wash und Conditioner und die kleine Regendusche, das ist ja schon keine Regendusche mehr, das ist ja damit kannst du dich ja nur so ganz leicht bespritzen, also so richtig nass wird man glaube ich damit nicht. Ach ja, nicht besonders schön, aber immerhin ist die Duschwanne unten relativ groß. So und dann kommen wir hier ins Zimmer rein und haben dann vor Kopf direkt den Fernseher LG, das geht in Ordnung, könnte ruhig ein bisschen größer sein, hier sogar an der Wand. So, und dann haben wir hier den beleuchteten Passepartout. Also ich weiß nicht, wie ihr es seht, schreibt das mal in die Kommentare, aber das wirkt auf mich sehr, sehr billig. Ob das jetzt hier an dieser Dekorholzoberfläche liegt oder an dieser Bauweise, wie man das hier so eingesetzt hat mit diesem Zweisitzsofa in diesem, ähm, das sieht aber auch schon hier sehr günstig aus, was diese Materialien angeht. Ne, das ist irgendwie so ein, so ein Skyleder oder sowas. Und wofür ist dann da noch mal der zweite Schreibtisch? Ja, das entzieht sich komplett meiner Kenntnis. Wir werfen mal einen Blick nach draußen. Hier haben wir, obwohl wir hier in der Nähe vom Hauptbahnhof sind, jede Menge Wohnungen. Das sind eigentlich ganz nette Wohnungen, aber so hier im Innenhof mit Blick auf das Hotel möchte ich eigentlich nicht wohnen. Was haben wir da unten? Das wird vielleicht eine Tiefgarage oder sowas sein. Da ist dann nochmal so ein Spielplatz drumherum, der aber auch abgesperrt ist. Ja, richtig Wohlfühlcharakter entsteht hier nicht. Die Fenster lassen sich zumindest kippen. Ja, das tun sie. Aber, kurzer Hörtest: Ja, man hört auch nichts. Also die Straße ist zur anderen Seite. Das ist ein großer Vorteil. Und hier ist auch eine U-Bahn-Haltestelle. Und äh, wenn ihr da mit der U-Bahn unterwegs seid, dann braucht ihr nur eine Station bis zum Hauptbahnhof. Da ist ein verlorenes Wasser drin. Man kann sich unten an der Rezeption aber eindecken mit Getränken. Und Kaffee und Tee ist unten an der Rezeption sogar kostenfrei. Guck an. So, jetzt drehen wir uns einmal und kommen dann noch zur Bettanlage. Ja, auch das hier nicht besonders spannend. Auch hier wieder dieses billige Holzdekor. Mit, äh, das ist auch kein echtes Leder, das ist so ein Kunstleder in der Mitte. Ja, so, sieht so ein bisschen aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Ne? Immerhin vier riesengroße Kissen. Das ist wieder ein Pluspunkt und äh, auch zwei Steckdosen an der Wand. Das Bett an sich ist auch groß genug. Da passen also zwei Mann auf jeden Fall wunderbar rein. So, und ansonsten haben wir hier auch nichts mehr. Ne? Da ist noch so eine Schreibtischlampe und das Telefon. Ja, und äh, viel mehr ist hier nicht, ne. Wir sind relativ schnell durch. Und, äh, liebe Freunde, ich muss euch sagen, also für 150 Euro die Nacht, das ist, schon, das ist schon happig. Ne? Also, äh, da überlegt man wirklich zweimal, ob man dann hier auch wieder bucht. Das ist natürlich hier alles klimatisiert, so soll es auch sein. Aber Stuttgart war ja schon immer teuer, was die ähm, Hotelpreise angeht. Aber für so eine Art von Zimmer 150 Euro finde ich dann schon, dann würde ich so tatsächlich sogar das Maritim vorziehen, was wir hier auch in Stuttgart haben, was dann immer noch gemütlicher eingerichtet ist. Meine lieben Freunde, aber macht euch selber ein Bild und urteilt selber. Ähm, vielleicht gefällt es euch ja gar nicht mal so schlecht. Das soll es von mir auch gewesen sein. Ich verabschiede mich hier aus Stuttgart. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mir ein Abo dalassen wollt, dann klickt jetzt rechts oben auf Check-In. Aktiviert die Glocke, wenn ihr kein neues Video mehr verpassen möchtet. Jetzt haben wir das auch alles abgehandelt und ich sage bis später. Ciao, ciao, der Hotelchecker.